Was passiert eigentlich, wenn der Lokführer während der Fahrt krank wird? Die Frage hat mir ein Follower gestellt, vielen Dank dafür. Bei uns ist es ja so, wir fahren ja immer alleine. Ja, da ist keiner wie beim Flugzeug, der dann eventuell weiterfliegen kann. Deswegen ist das erstmal scheiße. Bei kleinen Notfällen, na, da rufe ich mal kurz den Fahrdienstleiter an und sage, du, ich muss mal beim nächsten Bahnhof kurz raus. Störung. Mich erleichtern, dann geht's wieder. Ja. Für den Fall, es liegt nur daran. Ne? Ich habe so einen Magen, kurz aufs Klo. So, nee, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo der Lokführer wirklich verspürt, mir geht's jetzt wirklich ganz dreckig. Ich glaube, ich brauche einen Krankenwagen oder ich muss ins Bett oder was auch immer. Ja. Dann ruft er trotzdem erstmal den Fahrdienstleiter an und sagt, du, mir geht's nicht gut, wir müssen irgendwo anhalten. Und dann sagt der Fahrdienstleiter, alles klar, schaffst du es noch bis da und dahin, bis in den Bahnsteig, bis in den Bahnhof, fahr da mal hin und dann sehen wir weiter. Ja? Und wenn das geht, dann machen wir das natürlich so. Rufe ich natürlich dann unterwegs noch die Leitstelle an. Ja? Ich habe schon vor dem Video mit der Leitstelle telefoniert und habe gefragt, was sie da machen würden. Ja? Liebe Sarah, gell? Vielen Dank nochmal, habe ich Sarah angerufen und gesagt, so, wenn es mir schlecht geht, was würdest du in dem Fall machen? Die war ganz süß und hat gesagt, naja, ich würde dann erstmal dir so Tipps geben und Hilfestellung, ne? Leg dich hin, Beine hoch und so weiter, wie geht's dir? Voll süß. Aber ich meinte ja betrieblich, was würdest du machen? Ich sage ihr dann, wo ich anhalten werde und sie sagt dann, alles klar, ich suche mal einen Lokführer, der dich ablösen kann. Ja? Wenn es mir ganz dreckig geht, dann ruft sie mir auch einen Krankenwagen. Aber der Zug muss ja irgendwie weg. Ja? Deswegen guckt sie, dass sie einen Lokführer irgendwo freischaufeln kann. Freischaufeln hat sie gesagt, ganz oft. Vielleicht sitzt einer im Zug. Ja? Vielleicht hat einer gerade Dienstbeginn, den man noch nicht ganz braucht und den schickt man dahin. Oder vielleicht hat jemand Bereitschaft. Ja? Oder ein anderer Zug fällt aus, man nimmt den und schickt den zu mir. Mit dem Taxi. Ja? Geht schneller. Dann kommt der neue Lokführer, steigt auf und fährt weiter. Oder evakuiert oder stellt ab. Je nachdem, das wird ad hoc entschieden, wie wichtig der Zug ist. Wie weit hat er es noch? Hat er schon viel Verspätung? Oder geht es noch? Oder endet er sowieso am übernächsten Bahnhof? Von dem her wird ad hoc entschieden, was machen wir mit dem Zug und so weiter. Das geht mich dann aber nichts mehr an. Ich bin dann einfach schon im Krankenwagen oder was auch immer. So, und im ganz ganz schwierigen Fall, ja, wenn ich einfach so ohnmächtig werde, dann greift hier der sogenannte Todmannsknopf, den ihr immer so nennt, ja, der heißt hier aber Sicherheitsfahrschaltung, ja, kurz gesagt die SIFA, die greift da ein, wenn ich mich eine halbe Minute lang nicht mit der SIFA beschäftige hier, nicht interagiere mit ihr, dann hält der Zug einfach an. Das sieht ungefähr so aus, guckt mal. SIFA, 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 SIFA Zwangsbremsung. Erst so ein weißes kleines Viereck, ja? Dann sagt er SIFA, SIFA und dann kommt die Zwangsbremsung. So, manche piepen, manche sprechen, je nachdem, ne, was für eine Baureihe ist. So, und dann hält der Zug an, ohne dass ich was machen muss. Bin zwar dann immer noch ohnmächtig, ja? Dann wird sich der Fahrdienstleiter vielleicht irgendwann mal wundern, warum kommt der Zug nicht. Dann wird er mich vielleicht mal anrufen, hallo Lokführer 3254, wo bleibst du, wo bist du? Gehe natürlich nie ran. Wird er vielleicht den Gegenzug mal anhalten lassen und sagen, guck mal, der meldet sich nicht, der steht da, was ist da los? Ja, und dann macht man da halt eine ganz dramatische Rettungsaktion. Das ist aber noch nie vorgekommen. Also bei mir noch nicht. Ist sicherlich schon mal irgendwo vorgekommen. Ja, so, also. Was ist, wenn der Lokführer vorne plötzlich krank wird während der Fahrt? Ist immer scheiße, klar. Ist aber kein Weltuntergang. Der hält halt irgendwo an, wenn es noch geht. Und dann wird er abgelöst. Ja. Krankenwagen kommt, ja, oder er legt sich im Bahnhof irgendwo hin. Störung. Dann wird ein Ersatzlokführer geschickt und solange müssen halt die Leute da im Zug warten oder aussteigen oder zu Fuß weitergehen, je nachdem. So, alles verstanden? Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Gell? Okay, tschüss.